Hallo, mein Name ist Nadine Neumann und ich bin Kartenseherin und Astrologin. Und heute geht es um das Kartenlegen für unser Sternzeichen Skorpion. Der Zeitraum von heute, dem 23. Dezember bis zum 20. Januar. Und wie immer konzentriere ich mich zuerst auf euch mit Liebe und Partnerschaft, was da so zukommt, die 4 Wochen. Und die zweite Legung ist dann Beruf und Finanzen. Also Skorpion, Sternzeichen, die nächsten 4 Wochen. Und meine rechte Hand wandert wieder auf mein Herz und mit der linken Hand ziehe ich für euch Liebe und Partnerschaft. Was kommt in den nächsten 4 Wochen auf euch zu? Was kann der Skorpion für eine schöne Partnerschaft tun? Für unsere Singles ist da eine Chance auf einen neuen Partner. Seid ihr Skorpione bereit für was Neues? Und wie enden die 4 Wochen in Liebe und Partnerschaft für euch? So, schauen wir rein. Die Hohe Priesterin. Okay. Also, die Hohe Priesterin ist ja so eine weiß-schwarz-denkende. Sieht man auch hier mit Yin-Yang und so weiter, Alpha und Omega. Also, sie ist so ein bisschen festgefahren, ein bisschen stur. Also, eure Beziehung läuft, aber sie läuft halt normal. Also es ist jetzt nicht mehr aufregend oder sonst irgendwas. Was solltet ihr dafür tun, dass es schön wird? Entscheidungen treffen. Die Liebenden sind ja die kleine Entscheidungskarte. Also dieses, es liegt an euch, bringt wieder ein bisschen mehr Pep in die Beziehung. Das wäre schön. Also sie läuft nicht schlecht. Es ist nichts Negatives. Keine Sorgen machen. Aber ihr könntet da wieder ein bisschen mehr Pep reinbringen. Für unsere Singles, ja. Na schön. Ich mag die Karte und da kann mir jeder erzählen, was er will. Viele haben Angst davor, vor der Karte. Ich finde sie toll, weil sie steht für den Neustart, den Neubeginn. Was Altes ablegen, was Neues anfangen. Seid ihr bereit dafür? Mutterschaft, Fürsorgerin. Stülpt euch bitte nicht über den anderen, sondern schaut auch nach euch. Also, die Herrscherin ist ja diese, ich kümmere mich um alles, ich mache alles, ich tue alles. Aber sie ist immer so kurz davor, sich selber zu vergessen. Und ja, es ist ein neuer Partner da, steht dazu, ihr seid toll, ihr seid super. Jeder auf seine eigene Art und Weise, jeder ist toll, das dürft ihr nie vergessen. Und hier ist ein Neustart, eine neue Möglichkeit. Und es passiert ganz schnell und ganz doll. Der Turm ist eine Karte, wie vom Blitz getroffen werden alte Verhaltensmuster, alte Mauern, niedergebrannt, niedergerissen. Also da ist eine Veränderung da. Der Turm zeigt eigentlich an, es ist eine Veränderung, mit der ihr nicht gerechnet habt. Schaut mal, wirklich bereitet euch hier vor, bringt wieder ein bisschen mehr Pep rein, traut euch das und mögt euch selber. Das sind so die Warnungskarte hier vom Turm. Dass ihr da so ein bisschen festgefahren seid. Macht euch locker. Schöne Jahreszeit dafür. Ruhige, besinnliche Tage. Ja, genau. Sagt man ja immer nach. Aber jetzt schauen wir trotzdem bei euch arbeitsmäßig. Was kommt beruflich und finanziell die nächsten 4 Wochen auf euch Skorpione zu? Ich lege wieder aus, fächer sie auf. Die rechte Hand wandert für euch auf mein Herz. Beruflich. Was kommt beruflich die nächsten 4 Wochen auf euch Skorpione zu? Was könnt ihr für euren persönlichen beruflichen Erfolg tun? Ist da die Chance auf eine Gehaltserhöhung, Beförderung, neue Aufgabe? Was kann der Skorpion tun, dass er bei sowas nicht übersehen wird? Und ich will diese Karte. Und die letzte Frage, wie enden die 4 Wochen für euch beruflich und finanziell? Es läuft. Also ihr habt es da echt, wow. Die Sonne ist das Perfekte. Ist wirklich das Schöne, das Tolle. Also ihr fühlt euch wohl in der Arbeit. Ihr wisst, was zu tun ist, was zu lassen ist. Ihr wisst die Richtung, die gebraucht wird. Ihr wisst, wie es läuft. Was könnt ihr für euren beruflichen Erfolg tun? Bloß weil es zurzeit ein bisschen ruhiger und entspannter läuft. Den Realismus nicht verlieren und euch nicht zu viel zumuten. Also das auch mal aus einer anderen Perspektive anschauen. Hier haben wir die Bestätigung mit dem Gericht. Ihr werdet auf den Prüfstand gestellt. Alte Verhaltensmuster ablegen.
Also auch hier der Turm. Der Turm ist eine Karte, wo etwas sehr schnell passiert, sehr alte Verhaltensmuster aufbricht. Wenn wir uns die Frage jetzt anschauen für die Karte, was könnt ihr tun, dass ihr nicht übersehen werdet? Alte Verhaltensmuster aufgeben. Und hier ist der Gehängte dazu und der Gehängte sagt euch ja, seid realistisch. Also bleibt nicht stocksteif irgendwie stehen. Da ist die Chance, dass was Neues kommt. Ihr müsstet nur die alten Verhaltensmuster, die alten Wege verlassen. Und hier haben wir eine reine Arbeitskarte. Der Herrscher ist eine Arbeitskarte. Sie ist sehr streng zu sich selber. Sie ist analytisch. Sie ist objektiv. Also schaut euch wirklich das ganz genau an, was hier abgeht. Ihr müsstet eure alten Wege wirklich verlassen und euch neu trauen. Sieht für euch doch eigentlich ganz toll aus, Skorpione. Ich wünsche euch auf alle Fälle morgen schöne Weihnachten. Rutscht gut rüber ins neue Jahr. Als Tipp schaut euch doch gerne ab morgen das Video an auf dem Kanal von meiner Mama mit den Rauhnächten. Das hilft zur Entspannung, zur Aufarbeitung, was da alles so letztes Jahr los war. Und über ein Like und Abo freue ich mich sowieso. Und die Links packe ich euch wie immer in die Beschreibung. Bis bald!